Neues aus alten Fossilien, überraschende Entdeckungen in fossilen Dinosaurierknochen. Ich möchte unter dieser Überschrift einfach so einige Schritte gehen in Forschungsgeschichte, wo es interessante Aspekte zu entdecken gibt, wie Forschung laufen kann, wie viel Beharrungsvermögen man dort auch benötigt, um bestimmte Dinge, Befunde, bestimmte Daten wirklich etablieren zu können. Und wir werden auch erleben, wie viele Dinge offen bleiben und wo dann auch Grenzen, Denkgrenzen sich wieder bemerkbar machen. Machen wir in Gedanken eine Reise nach Montana, USA, Nordwesten der USA. Dort finden wir eine Formation vor, die von den Geologen als Hell Crack Formation bezeichnet wird. Ein Niveau oder eine Umgebung, eine Matrix, die in die Oberkreide gestellt wird. Und das ist eine, dort gibt es berühmte Stellen, in denen man Dinosaurierfossilien findet. Hier haben wir eine solche Stelle. Und dort, wo der weiße Pfeil hinzeigt, an dieser Stelle ist so eine Ausgrabungsstelle, wo Dinosaurier-Skelettteile gefunden wurden, geborgen worden sind. Und dort hat man unter anderem die Arbeitsgruppe von Mary Schweitzer einen Oberschenkelknochen eines Tyrannosaurus Rex gefunden und ihn dort im Gelände nicht frei präpariert, sondern mit dem umgebenden Gestein, das ist in diesem Fall eine Sandsteinschicht, hat diesen Oberschenkelknochen wieder verpackt, mit Gipsbinden stabilisiert und dann mit ins Labor genommen. Im Labor, also so sieht das dann im Feld aus, so wenn wir diese Stelle etwas näher betrachten, und der rote kleine Pfeil, der zeigt uns jetzt sozusagen das stabilisierte, verpackte Stück, in dem der Oberschenkelknochen enthalten ist. Und der wurde dann im Labor frei präpariert, auch wo man dann auch die Umgebungsbedingungen einfach gut kontrollieren kann, also unter wirklich reinen Bedingungen. So eine Größenordnung, dieser schwarze Balken, den man über dem fossilen Oberschenkelknochen sieht, das sind 10 cm der große Balken, so einfach, dass man mal eine Vorstellung hat, wie groß dieses Stück ist. Und das ist nun zunächst einmal nichts Spektakuläres, da gibt es schon eine ganze Menge. Es gibt ja auch schon komplette Skelette, die montiert in Museen zu sehen sind. Mary Schweitzer hat mit ihren Mitarbeitern an diesem Fossil Folgendes versucht. Sie hat aus dem Innern dieses Oberschenkelknochens eine Probe genommen und hat, das ist ja jetzt nicht mehr der Knochen, sondern das ist sozusagen mineralisiert, das heißt, der größte Teil der Stoffe, die da mal waren, am lebenden Dinosaurier, sind ersetzt und wir haben hier einfach eine sehr gut erhaltene Form. Und was Mary Schweitzer jetzt mit ihren Mitarbeitern gemacht hat, ist, sie hat eine Probe aus dem Innern dieses Knochens im Reagenzglas so behandelt, dass die Mineralien aufgelöst werden. Die ganzen Mineralien werden in Lösung gebracht. Und dann hat sie einfach sich überlegt, hat sie die Frage interessiert, bleibt da noch etwas übrig? Ist da noch mehr da? Denn wir wissen, Knochen und gerade diese massiven, diese stabilen, starken Knochen, auch bei uns Menschen der Oberschenkelknochen zum Beispiel, enthält noch viele andere Strukturen. Und die Knochen an sich sind ein Kompositmaterial, haben
verschiedene Komponenten, nicht nur die anorganischen, wo wir Calciumphosphat, Apatit haben, was hier eine mineralische Komponente hat, sondern wir haben, um die Elastizität zu gewährleisten, auch organische Komponenten, die in dieses Material sehr geordnet mit eingebaut sind. Und das, was bei diesem Versuch jetzt zu sehen, ist da noch mehr als nur diese Mineralien herausgekommen ist. Da hat Mary Schweitzer jetzt einfach diese Lösung auf ein Filterpapier gekippt und geschaut, bleibt da noch etwas übrig. Und so, zur großen Überraschung hat sie, als sie das Filterpapier mit dem Mikroskop abgesucht hat, kleine Gewebefetzchen gefunden. Gewebefetzchen, die sie mit Präpariernadeln dehnen konnte. Sie konnte sie eintrocknen und rehydratisieren, also wieder anfeuchten, und hat so wirklich Gewebestückchen aus dem Innern des fossilen Knochen hier auf ihrem Filterpapier vorgefunden. Um die Überraschung nachvollziehen zu können, die das verursacht hat, muss man vielleicht wissen, diese Stelle, die wir vorher gesehen haben, in der Crackell Formation, die wird von Geowissenschaftlern radiometrisch auf 68 Millionen Jahre datiert. Wenn jetzt in diesem System ein Fossil freigelegt wird und in dieser Weise untersucht wird, dann bedeutet das, dieser fossile Oberschenkelknochen und die darin enthaltenen organischen Gewebereste, denen spricht man dasselbe Alter größenordnungsmäßig 68 Millionen radiometrische Jahre zu. Und die Spannung besteht nun darin, dass man sagen muss, unsere Erfahrung im Umgang mit organischem Material, mit solchen Gewebestrukturen ist, dass sie sehr, sehr schnell zerfallen. Wenn wir einen Menschen beerdigen, dann kommt er in einer Holzkiste, in einem Sarg. In der Regel, wenn er beerdigt wird, wird er auf einem entsprechenden Friedhof 1,80 Meter tiefer gelegt. Und jetzt kommt es darauf an, wie die Bodenchemie vor Ort aussieht. Aber es ist durchaus möglich, dass man nach 20 Jahren vor Ort nichts mehr findet. Nichts mehr. Auch keine Knochen, keinen Schädel, gar nichts mehr. Es gibt andere Bedingungen, da kann das durchaus sehr viel länger dauern. Aber das ist so unsere Erfahrung. Das heißt, bei diesem Alter, das hier dieser Probe zugesprochen wird, das steht in einem krassen Widerspruch zu der Erwartung. Niemand würde erwarten, dass wir so etwas dort vor Ort finden. Und als Mary Schweitzer das mit ihren Kollegen 2005 publiziert hat, hat das auch eine starke Welle der Kritik ausgelöst. Irgendwelche Messfehler, ihr habt da gar nicht Gewebe, das dorthin gehört, beschrieben, sondern das sind irgendwelche Dreckeffekte, das sind irgendwelche Mikroorganismen, die sich da in solchen Strukturen zusammengefunden haben. Wobei das, was Mary Schweitzer als Bildmaterial, als Bilddokumente mitgeliefert hat, also einen Biofilm, wer das schon einmal mikroskopisch gesehen hat, sieht anders aus. Das hat schon sehr deutlich gewebeartige Strukturen, das, was man hier sieht. Aber das hat 2005 eine große Diskussion ausgelöst, weil alle Erfahrungen, also niemand hat bisher nach solchen Strukturen überhaupt gezielt gesucht, weil die Erwartung gar nicht da war, dass man da noch irgendetwas finden kann. Und Mary Schweitzer hat auch in Gesprächen und in Interviews, die dann geführt worden sind, erzählt, dass es lange Vorgeschichten gab
und dass es lange gedauert hat, bis sie ihren damaligen Chef überhaupt dazu gebracht hat, dass das publiziert werden konnte und dann in einer sehr angesehenen naturwissenschaftlichen Zeitschrift auch akzeptiert worden ist. Mary Schweitzer hat in dieser Arbeit, die 2005 publiziert worden ist, das dann noch detaillierter gemacht. Sie hat dann einzelne solche Proben noch genauer vorgenommen und hier sehen wir in dieser Abbildung links eine Probe aus dem fossilen Knochen, wo die Mineralien sozusagen aufgelöst worden sind. Und rechts zum Vergleich sehen wir eine entsprechende Präparation aus einem Knochen von einem Vogelstrauß, also von einem heutigen Vogelstrauß. Wenn man den ähnlich behandelt, die Mineralien des Knochens auflöst, dann bekommt man ein Bild unter dem Mikroskop, wie wir das rechts oben sehen. Und das, was wir aus dem Fossil finden, das sehen wir im Vergleich dazu links. Und was jetzt gegen Biofilme, also Anordnungen von Mikroorganismen spricht, sind die weiter detaillierten Abbildungen, die Mary Schweitzer und ihre Mitarbeiter geliefert haben. Wir sehen aus derselben Arbeit 2005 links unten wirklich gefäßartige Strukturen, in denen man, wenn man genau hinschaut, auch noch kleine rote Punkte findet, die in ihren Abmessungen und in ihren Formen zu Erythrozyten, zu roten Blutkörperchen passen würden. Rechts unten sehen wir einen kleinen Ausschnitt eines solchen Gefäßes. Wir finden verzweigte Gefäßsysteme, also genau das, was wir in einem Gewebe erwarten würden. Wie gesagt, diese Arbeit hat große Kontroversen ausgelöst. Hier sehen wir Mary Schweitzer, die übrigens mal als Lehrerin, als Biologielehrerin begonnen hat, Familie hatte, dann einige Zeit weg war und dann an der Uni eine Stelle bekommen hat in einer Arbeitsgruppe von Paläontologen und dort dann wirklich die Liebe als Biologin zu diesen Fossilien gefunden hat und dort auch eine spannende Karriere beruflich gemacht hat. Ihr Chef war Jack Horner. Jack Horner ist jemand, der selber eine spannende Karriere gemacht hat, der eigentlich nie wirklich Paläontologie studiert hat, aber er kommt familiär, seine Familie besitzt ein großes Gelände, in dem schon lange Fossilien geborgen werden und diese Begeisterung und unglaublich viel Erfahrung brachte er mit und ist sozusagen ein Nebeneinsteiger und trotzdem, so kann man etwas flapsig sagen, zu einem Dinosaurierpapst geworden. Jack Horner war, vielleicht erinnern sich noch manche an den Kinofilm Jurassic Park, da war Jack Horner sozusagen der wissenschaftliche Berater für diesen Film. Er war ihr Chef und als er gemerkt hat, bei seiner Mitarbeiterin, bei Mary Schweitzer, da tun sich spannende Dinge im Labor, da wird gemunkelt. Und da sagt dann Mary Schweitzer einmal in einem Interview, Jack Horner kam zu ihr ins Labor und hat gefragt, ich habe gehört, ihr macht da ganz spannende Dinge und habt da groteske Dinge unter dem Mikroskop. Und dann zeigt sie es ihm und sagt, schauen Sie sich's einfach mal an. Sie sagt ihm dann, also ich weiß, dass es das eigentlich nicht geben kann, aber es sieht aus, wie wenn das wirkliches Gewebe wäre. Und Jack Horner, so sagt sie, hat sie dann gefragt, und Sie selbst, wofür halten Sie das? Und ich sagte, ich wüsste es nicht, aber die Dinger hätten für rote Blutzellen die richtige Größe, Form und Farbe und auch der Ort passte. Darauf grummelte Horner, dann beweisen Sie mir, dass es keine sind.
Also beweisen Sie mir, dass das keine roten Blutkörperchen sind. Wenn das keine Herausforderung war, noch heute orientiere ich mich in meiner Forschung gern an diesem Prinzip. Und das ist so ein erster Punkt, den ich einfach mal unterstreichen will. Dass man nicht in einem solchen Projekt naturwissenschaftlich drangeht, das ist eine Sensation, rote Blutkörperchen, die keiner erwartet hätte, die keiner vermuten würde und wir haben sie gefunden. Sondern Jack Horner hat seiner Mitarbeiterin gesagt, eigentlich kann das nicht sein. Keiner, der Ahnung hat, würde das je erwarten. Und jetzt beweisen Sie, dass das eine Struktur ist, die nur so aussieht, als ob. Beweisen Sie mir das. Und sie sagt, das hat sie sich so zu Herzen genommen, dass sie das auch für ihre Forschung zur Grundlage gemacht. Und das war sozusagen im Vorfeld dieser Publikation von 2005 passiert. Und letztlich die Motivation, dass das dann 2005 publiziert werden konnte, war, dass sie vielerlei Anstrengungen, viele Experimente angestellt hat, um zu zeigen, das sind keine Erythrozyten, das sind keine Gefäße. Und alle diese Ansätze, diese Versuche, das zu widerlegen, sind gescheitert. Und das war die Spur, das war der Weg, wo man, wie es dann zu dieser Publikation 2005 kam. Und sie sagt das selber, sie haben das sozusagen in angespannter Haltung veröffentlicht, schon erwartet, die Schläge, die es da geben wird und die kamen. Viel Kritik, Messfehler, falsche, unangemessene analytische Methoden und. Da gab es bunte Kritik. Und was ich faszinierend und vorbildlich finde, ist, dass Mary Schweitzer diese Kritik aufgenommen hat und auch ihre Kritiker eingeladen hat, sich daran zu beteiligen, sozusagen diese Hypothese, dass es sich um rote Blutkörperchen, um Gefäße handelt, die sie hier in diesen alten Fossilien gefunden hat, zu widerlegen. Das war die Situation nach dieser Publikation von 2005 und in den Folgejahren. Und 2009 hat Mary Schweitzer und ihre Kollegen eine weitere Arbeit publiziert über andere Fossilien, die sie ganz in der Nähe in einer anderen Teilschicht gefunden haben von sogenannten Entenschnabelsauriern, Hadrosauriern, die noch tiefer lagen, also in tiefer gelegenen Schichten gefunden worden sind. Und darüber hat sie 2009 publiziert. Hier sehen wir eine Darstellung der geologischen Gegebenheiten, in der dieses System gefunden, in der dieses Fossil gefunden worden ist. Da liegt diese Crackell-Formation, die man rechts oben dargestellt sieht. Die liegt etwas darüber. Dieser Hadrosaurier ist in tieferen Lagen gefunden worden. Links am Rand gibt es eine Zeitskala. Also ungefähr bei 80 Millionen Jahren ist dieser Hadrosaurier, es gibt hier einen Pfeil von rechts, der dorthin zeigt, wo man diesen Hadrosaurier gefunden hat. Das heißt, ein Fossil, das noch älter ist, und so hat dieses Fossil dann im Labor nach der Präparation ausgesehen und man versucht dann aus dem Innern dieses Fossils Proben zu gewinnen und die zu untersuchen. Und das Ergebnis war in diesem Fall ganz ähnlich. Wieder konnten Gefäßsysteme, also Fragmente von Gefäßen, isoliert werden und dargestellt werden.
Und dann ging Mary Schweitzer und ihre Kollegen noch einen Schritt weiter. Sie haben gesagt, wenn das Gewebe ist, wenn das organisches Gewebe ist, dann müsste ich eigentlich auch organische Strukturen, molekulare Strukturen noch finden. Und sie ist hergegangen und hat sich Antikörper besorgt. Antikörper, das wird jetzt inzwischen vielleicht vielen von dem Infektionsgeschehen bekannt sein. Antikörper ist eine Methode, wie unser Immunsystem reagiert auf Infektionen, um körperfremde Strukturen zu erkennen und zu markieren. Und dieses Vorgehen, diesen Mechanismus, haben wir gelernt, im Labor zu nutzen, indem wir solche Antikörper produzieren, den irgendeinen Lebewesen produzieren lassen und sie dann isolieren und als gezielt als Sonde einsetzen. Und hier haben wir dann so ein Untersuchungsergebnis, wie das aussehen kann. Das sind zwei verschiedene Proteine. Das eine Mal Aktin und Tubulin. Auf diese beiden Strukturproteine haben sie sich zunächst einmal gestürzt und haben von diesen beiden Fossilien, von diesem Tyrannosaurus Rex Oberschenkel und von diesem Hadrosaurier Oberschenkel, haben dort diese Sonden untersucht, die auf Aktin und Tubulin gebildet worden waren. Und ganz rechts in der rechten Spalte, also die Bilder C, F, I und L, das sind Zellen von einem Straußenknochen bzw. L von einem Alligator, also rezente Proben. Und wenn man dort auf entsprechende Präparate, Gewebepräparate, diese Antikörper loslässt, dann findet man diese Fluoreszenzsignale, diese grüne Fluoreszenzsignale. Und jetzt nehmen wir uns einmal die Abbildungen A und B. Das ist eine Gewebepräparation von Tyrannosaurus Rex auf Aktin. Und bei A sehen wir dieses Fluoreszenzsignal. B ist sozusagen die Kontrollprobe. Dort hat man diese Tubulinstrukturen abgedeckt und dann finden diese Antikörper keine Andockmöglichkeit mehr. Das ist sozusagen ein Kontrollexperiment, mit dem man feststellen oder überprüfen will, ist das nicht eine zufällige Anlagerung dieser Antikörper. Und so kann man das jetzt durchmachen. Bei D und E ist das auch wieder D, der Nachweis von Tubulin in einem Gefäßstückchen, das man aus dem Tyrannosaurus Rex isoliert hat, und E die entsprechende Kontrolle. Und das entsprechende ist dann G und H und J und K von diesem Entenschnabelsaurier. Das heißt, hier ist eigentlich methodisch sehr gründlich, sehr sorgfältig gezeigt, wir finden Hinweise durch unsere analytischen Methoden, dass dort für Antikörper noch erkennbare Eiweißstrukturen vorliegen. Und das ist auch für mich als Chemiker eine wirklich spannende Herausforderung, wenn ich mir gleichzeitig versuche zu vergegenwärtigen, dass man Studierenden im Labor, wenn die Biochemie studieren, im Labor beibringen muss, dass die Proben, wenn man dort irgendwelche Eiweiße hat, dass die auf Eis zu lagern sind, weil die in ihrer Form, in ihrer Struktur bei Raumtemperatur schnell ihre Struktur verlieren und auch abgebaut werden. Und hier wird uns gesagt, wir haben eine Probe, die 68 bzw. 80 Millionen Jahre alt sein soll und wir finden Eiweißstrukturen. Eine Riesenspannung angesichts der Erfahrungen, die wir im Labor
gemacht haben. Und Mary Schweitzer hat hier in meinen Augen in vorbildlicher Weise einen langen Atem bewiesen, mit allen Methoden, die vorgeschlagen worden sind, Tests unternommen. Meine kleine, das nur am Rande, darauf werde ich nicht weiter eingehen, aber in dieser Arbeit, die sie hier 2013 publiziert hat, hat sie auch den Versuch unternommen, Antikörper gegen DNA-Strukturen anzuwenden. Und zwar nimmt sie also nicht nur Antikörper, auch andere Färbemittel, die spezifisch DNA markieren. Und sie konnte mit allen unterschiedlichen analytischen Tools, die sie eingesetzt hat, Hinweise auf DNA-Strukturen in diesen alten Gewebestrukturen finden. Das ist bisher nicht weiter thematisiert worden, aber in dieser Arbeit 2013 wird auf jeden Fall gezeigt, es gibt Hinweise, dass wir in diesen fossilen Gewebestrukturen auch DNA-Strukturen finden. Und DNA ist chemisch gesehen noch einmal deutlich empfindlicher und diffiziler im Vergleich zu Proteinstrukturen. Also da gibt es, 2013 sind diese Dokumente publiziert worden, bisher gibt es noch keine Arbeit. Also das, was wir hier sehen, bedeutet nicht, dass das sequenzierbare DNA-Strukturen sind, sondern es bedeutet nur, diese DNA-Struktur ist so vorhanden, dass diese Werkzeuge noch sie erkennen können. Ob das sequenzierbar ist, ist bis heute nicht, zumindest ist nichts darüber publiziert. Aber das wäre natürlich eine spannende Frage und ich bin mir ziemlich sicher, dass da Experimente am Laufen sind, aber bisher ist darüber noch nichts publiziert. Aber schauen wir uns die Proteine noch einmal an. Proteine, da können viele wahrscheinlich auf ihre Schulkenntnisse zurückgreifen, sind zunächst einmal, wie wir links sehen, eine Abfolge von Aminosäuren, diesen Bausteinen der Eiweißen, die in einer linearen Kette durch Peptidbindungen zum Polymer aufgebaut werden. Das bezeichnet man als die Primärstruktur, diese lineare Abfolge der einzelnen Aminosäuren. Und dann zeigt sich in der Biologie, aber auch im Reagenzglas kann man das sehen, dass bestimmte Sequenzabschnitte sich in typische Überstrukturen abbildet. Man kann in manchen Sequenzbereichen, die spiralisieren sich, bilden eine Alpha-Helix. Das ist das, was man in der zweiten Spalte oben da sieht. Oder in einer Beta-Faltblattstruktur, das ist das, was unten dargestellt ist in der zweiten Spalte. Das sind sozusagen Elementarstrukturen, wie sich Proteine, nachdem sie eine lineare Struktur oder nachdem sie als lineares Polymer hergestellt worden sind, wie sie eine Überstruktur bilden. Und diese Überstrukturelemente werden dann in Proteinen sozusagen kombiniert, wie man in der dritten Spalte sehen kann in diesem blauen Modell. Da gibt es dann Bereiche, die sind alpha-helikal und da eingebettet sind dann Beta-Faltblattstrukturen. Und das ist ein linearer Strang und dann gibt es da einfach diese Abschnitte. Und wir wissen, dass es eine ganze Reihe von Proteinen gibt, die, wenn sie dann biologisch aktiv werden, zum Beispiel in einer Zelle, die nicht nur diese dritte Form von Struktur bilden, sondern wo sich solche Elemente noch zusammenlagern zu noch viel komplizierteren Gebilden, die dann eine Funktionseinheit bilden, die, ja, das ist, glaube ich, gar kein Vergleich, der zu klein ist, die wirklich wie eine Roboterstraße in einer Industrieproduktionshalle funktionieren, wo es Arme gibt, die wirklich ein Produkt nehmen und von einer Maschine zur nächsten liefern. Da gibt es tolle molekulare
Maschinen, die aufgebaut sind aus solchen Proteinen. Und Mary Schweitzer hat sich in ihrer Forschung, in ihrer weiteren Forschung dieser organischen Reste aus alten Fossilien auf ein Protein konzentriert, das ist das Kollagen. Kollagen ist ein Eiweiß, das ist in unserem Körper das häufigste, das Protein, das am häufigsten vorkommt. Von der Trockenmasse sind vom Eiweiß haben wir 30% in unserem Körper ist Kollagen. Das haben wir zum Beispiel im Bindegewebe, also das, was wir in Sehnen, in Bändern haben, aber eben auch als Komposit im Knochen selber. Und das hat einen faszinierenden Aufbau. Das ist hier mal ganz kurz schematisch dargestellt. Wir haben Faserbündel in diesem Bindegewebe. Und wenn man das jetzt immer mehr vergrößert, also wir haben ganz oben in der Darstellung dieses Faserbündel und darin finden wir, dass die aus feineren Fasern aufgebaut sind und auch diese Fasern sind wieder aus Fibrillen aufgebaut. Das heißt, das sind kleine Strukturen, die zu Einheiten verpackt sind und Übereinheiten und am Ende haben wir sozusagen ein elastisches Bindegewebe. Und wenn wir das ganz runterbrechen, dann finden wir auf der dritten Ebene, da müssten wir jetzt schon in elektronenmikroskopische Dimensionen gehen, kann man das darstellen, dass man sieht, auch diese kleinsten Fibrillen haben eine elektronenmikroskopisch auflösbare Struktur, wo man sieht, das sind Bausteine, kleine Bausteine, die versetzt angeordnet sind. Und das sind sozusagen diese kleinen Einheiten. Und wenn man jetzt so einen Baustein hernimmt, dann sind wir sozusagen im molekularen Bereich, im Bereich, wo wir jetzt wo wir die Proteinmoleküle sehen. Und das sehen wir jetzt ganz unten. Das heißt, der Baustein, der Elementarbaustein für diese Bindegewebsfasern ist eine Helix, die aus drei Proteinsträngen besteht, das Kollagen und die dann, wenn wir das umgekehrt sehen, so eingebaut werden, in so einer Mikrovibrille leicht versetzt, also ein architektonisch unglaublich durchdachtes Prinzip, was in der Biologie jetzt auch mechanisch, was dieses System aushalten kann, faszinierend ist. Was mich als Chemiker, vielleicht kann ich das hier auch ein bisschen vermitteln, begeistert ist, wenn wir das mal von der anderen Seite her anschauen, wenn das so ein Fibroblast, so eine Bindegewebszelle produziert, dann macht sie zunächst einmal, liest sie die entsprechende Information aus der DNA ab und produziert drei solche Kollagenstränge. Heute kennen wir davon 27 unterschiedliche Kollagenstrukturen, sind bisher beschrieben. Aber wenn die Zelle das herstellt, ist dieser Kollagenstrang sehr viel länger. Er hat, wie wir in der Abbildung in der Mitte sehen, rechts ein C-Ende und links das N-Ende, also da steht die Aminogruppe, rechts steht die Carboxylgruppe, der Anfang dieser Proteinkette. Und wenn man das, was wir heute verstanden haben, wie die Zelle das macht, ist, dass der Anfang, das C-Ende von den ursprünglichen Kollagenketten, die lagern sich, die sind so aufgebaut, dass die sich selbstständig zu einem Dreierkomplex zusammenlagern und dann sind die einzelnen Stränge so gebaut, dass sich diese drei verdrillten Stränge bilden und am Ende dann wirklich sauber verschlossen werden.
Das ist jetzt sehr viel länger als das Kollagen, das nachher im Bindegewebe drin ist. Wenn das jetzt aus dem Fibroblasten nach außen, aus der Zelle herausgeschleust wird, dann kommen Enzyme und kappen das C-Ende und das E-Ende und das N-Ende ab. Und dann ist sozusagen das Kollagen da, das jetzt im Bindegewebe oder im Knochen verbaut werden kann. Also mich begeistert das, wenn ich so etwas sehe, weil es mir zeigt, welche Details da bedacht worden sind, drinstecken in dieser Struktur, dass diese Dinge funktionieren. Und um solche Moleküle, diesen Molekülen, ist Mary Schweizer jetzt nachgegangen, weil sie zeigen musste, wie sieht das jetzt aus, wie sicher ist das, dass das nicht irgendwelche Eiweiße von Protein, von Bakterien sind, sondern dass das wirklich zu Dinosauriern gehört. Und sie hat einen jungen Kollegen angefragt, der hatte sich spezialisiert an einer medizinischen Einrichtung an der Harvard University, und zwar mit Massenspektroskopie. Massenspektroskopie ist eine Möglichkeit, Moleküle anhand ihrer Masse, in Bezug auf ihre, also auf eine geladene Masse, die sehr fein aufzulösen. In diesem Schema, also rechts in diesem Bild, sieht man, wie so eine Maschine aussehen kann, so ein Massenspektrometer. Gibt es ganz unterschiedliche. Und links in diesem Schema, das wollen wir uns mal kurz anschauen, wie man so ein Massenspektrogramm macht und was dabei herauskommt. Wir beginnen links oben, da sehen wir Zellen und aus diesen Zellen präpariert man, isoliert man die Proteine. Das ist eine bunte Mischung von allen Proteinen, die jetzt in diesen Zellen waren. Und jetzt muss man diese Proteine auftrennen, das macht man mit einem Gel, kann man die sauber auftrennen nach Größe. Und dann wird man sich für ein Protein, das heißt einer dieser dunklen Balken, die man da sehen kann, für das man sich interessiert, das schneidet man aus und lässt jetzt übertragen gesprochen einen Cocktail von Restriktionsenzymen, das kann man sich vorstellen wie Scheren, die jetzt diese Protein, die diese Eiweißketten einfach klein schneiden. Und jetzt habe ich von einem Protein einen Cocktail von unterschiedlichen Schnipseln. Und diese Probe gebe ich jetzt in diesen Apparat. Und dort bekommen diese Teilchen, diese Schnipsel, die ich jetzt habe, bekommen eine Ladung verpasst. Und in diesem Massenspektrometer kann das in einem elektrischen Feld, kann dieses geladene Teilchen beschleunigt werden und dann durch ein entsprechendes Magnetfeld, elektromagnetisches Feld, entsprechend abgelenkt werden. Da spielt dann das Verhältnis von Ladung und Masse eine Rolle und bekommt dann als Ergebnis von dieser Analyse eine Auflösung, welche Massen kommen hier vor? Welche Masse haben die Teilchen, die hier vorkommen? Diese Information kann man dadurch herauskriegen. Und das ist gemacht worden in einer Arbeit, die 2007 publiziert worden ist. Da hat Mary Schweizer wieder den Oberschenkelknochen von dem Tyrannosaurus Rex genommen. Und zum Vergleich dazu, weil auch viel Kritik, die sie eingefahren hat, hat daraufhin gelautet, so extrem hohe Alter, wir müssen auch zeigen, dass wenn das so lange hält, dieses organische Material, dann müssten wir das auch bei jüngeren Proben entsprechend finden. Da hatte noch nie jemand danach geguckt. Und Mary Schweizer nimmt von einem amerikanischen Elefanten, einem Mastodon, eine ausgestorbene amerikanische Elefantenart, da lag im Museum ein Unterschenkelknochen und da hat sie auch Kollagen isoliert und massenspektrometrische Aufnahmen gemacht. Wir sehen sie hier, die beiden, also das zeigt schon mal, das war möglich.
Und wie funktioniert das? Ich möchte das mal kurz an diesen, wie geht man da vor? Hier ist, oben ist die kleine Tabelle, die blenden wir mal aus, aber unter dieser Tabelle haben wir eine Abfolge von 9 Buchstaben. G, S, E, G und so weiter. Und jeder dieser Buchstaben steht für eine Aminosäure. Und mein Massenspektrometer schlägt mir jetzt, trennt mir diese Kette auf. Und jetzt sehen wir, dass diese Fragmente, die tauchen dann, also sowohl die Y-Reihe als auch die B-Reihe, taucht unten in diesem Spektrogramm auf. Wir finden fast alle Komponenten, die theoretisch auftreten könnten, finden wir in einer unterschiedlichen Häufigkeit. Und um das jetzt zu bestätigen, dass das nicht ein Artefakt ist, macht man Folgendes. Man baut im Reagenzglas dieses Eiweißstück nach, dass man weiß, so sieht das aus. Das war das erste Ergebnis, so sollte das aussehen. Und analysiert jetzt das Synthetische. Und das sehen wir rechts daneben. Und das sieht bei allen Abweichungen, die da sind, aber erstaunlich ähnlich aus. Das heißt, das ist eine Bestätigung, dass man ziemlich richtig liegt damit, dass dieses Ergebnis, das man von diesem Mastodon, von diesem eine halbe Million Jahre alten Unterschenkelknochen, dass dieses Fragment von Kollagen, dass man das wirklich zutreffend sequenziert hat. Übrigens oben in dieser Tabelle sieht man dann verschiedene solcher Fragmente, die bei dieser Untersuchung dann analysiert worden sind und dokumentiert werden konnten. Und dasselbe ist auch gelungen mit Proben aus dem Tyrannosaurus Rex Oberschenkelknochen. Das heißt, auch dort ist jetzt analytisch, massenspektrometrisch nachgewiesen, wir haben Eiweißfragmente. Und das Interessante ist, dass man jetzt hergehen kann und sagen kann, diese Abfolgen, die wir finden Kollagen in allen Tieren zum Beispiel, und da kann man jetzt schauen, wie sehen denn diese Bruchstücke, wie sehen denn diese Bausteinabfolgen aus. Und man kann tatsächlich zeigen, dass die größte Ähnlichkeit mit Reptilien war. Und keine dieser Sequenzen ist genau schon in den Datenbanken gewesen. Das war sozusagen wieder so ein Hinweis, das könnte ein weiteres Indiz. Wir haben hier nicht irgendwelche Bakterien, die machen sowieso kein Kollagen, aber wir haben hier vielleicht wieder einen Hinweis, es könnte sich tatsächlich um organische Reste, die aus dem Dinosaurier stammen, dazugehören. Das ist einfach noch einmal eine Tabelle, die in dieser Arbeit dann 2009 mitgeliefert worden ist, von Kollagenfragmenten, die in diesem Entenschnabelsaurier festgestellt worden sind. Das müssen wir jetzt nicht weiter durchmachen. Aber es gibt eine andere spannende Sache. Schon 2008 haben Leute jetzt mal gesagt, lasst uns doch mal schauen, wie sieht unsere Erwartung eigentlich aus? Erwarten, können wir wirklich vernünftig erwarten, dass da Kollagen nach dieser Zeit noch da ist? Und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben Kollagen aus Fossilien, die mit C14 datiert worden sind, untersucht und haben eine Kinetik abgeleitet. Das heißt also die Reaktionsgeschwindigkeit, wie schnell zerfällt denn Kollagen unter verschiedenen Temperaturen. Und was wir in dieser Abbildung sehen, sind die einzelnen Punkte, das sind die Messpunkte. Und diese Linie, die rechts aufgetragen ist, das ist sozusagen die Grenze,
was man erwartet, wo man noch 1% des ursprünglichen Kollagens erwarten kann. Und jetzt sieht man, ist links auf der Achse ist das radiometrische Alter aufgetragen und unten die Temperatur. Das heißt, bei 25 Grad, also wenn dieser Knochen, dieses Fossil bei 25 Grad gelagert hätte, dann ergibt diese kinetische Untersuchung, dass nach 5000 Jahren nur noch 1% überhaupt zu finden ist. Wenn das kühler ist, dann ist nach dieser Kinetik die Erwartung deutlich oder kann man mehr erwarten, dass das entsprechend länger hält. Mehr Untersuchungen gibt es dazu bis heute nicht. Das ist meines Wissens die einzige Arbeit, wo das wirklich experimentell so untersucht worden ist. Das heißt, mit diesen 68 Millionen Jahren ist hier auch ein Problem dokumentiert. Mary Schweitzer ist mit Kollegen weitergegangen und hat mal Folgendes versucht. Sie hat in dieser Darstellung hat sie einmal diese schwarze Linie, die hier in 5 Teilen dargestellt ist, M1 bis M5, da hat sie sozusagen den Kollagenstrang genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es ist vom Kollagen einer Maus. Und hat jetzt geschaut, wo gehören denn diese Stückchen, die ich bisher gefunden habe, wo gehören die hin? Und hat hier gefunden bei der Maus, wo ist im Kollagen denn, wo hat dieses Eiweiß Funktionen, welche Bereiche sind wichtig? Und überall, wo wir diese Xe oder diese Halbmonde oder diese Zähne, diese auf dem Kopf stehenden Faust sehen oder dieses Dreieck, das sind funktionelle Stellen im Mauskollagen. Und wir sehen, die Fragmente, die sie gefunden haben, sind auffällig häufig in der Nähe. Und wenn wir jetzt uns anschauen, von einer Mauskollagen hat man solche Fasern schon mit Röntgenbeugung vermessen und kann daraus Modelle machen. Wie sehen die aus? Und in diesem Bild sieht man jetzt, wo in diesen Fasern diese funktionellen Stellen sind. Die sind hier farbig markiert. Und das heißt, diese funktionellen Stellen sind interessanterweise gut integriert, also gut eingepackt, wenn man so will. Und diese Fragmente hat man gefunden. Mary Schweitzer und ihre Kollegen haben das dann als weiteren Hinweis gewertet, dass man diese Strukturen so, also dass es ein weiterer Hinweis ist, dass wir tatsächlich etwas finden aus alter Zeit. Ich überspringe jetzt mal eine ganze Menge. Hier hat sie 2017 sich einfach noch mal dran gemacht, weil natürlich auch in der Labortechnologie und in den ganzen Präparationsmethoden sich in diesen Jahren viel entwickelt hat. Sie hat 2017 mit ihrer Arbeitsgruppe diese ganzen alten Proben noch einmal hergenommen und mit den modernen Methoden, mit den damals dann neuesten Methoden noch einmal bearbeitet und noch mehr gefunden, aber die alten Ergebnisse auch bestätigt. Auch so ein Grundprinzip der Wissenschaft, wo sie im Grunde genommen vorbildlich gearbeitet hat, diese Dinge versucht zu reproduzieren, wieder entsprechende Massenspektren, die sie schon gehabt hat und auch noch mehr neue gefunden hat. Mary Schweitzer hat 2005 schon, weil sie wusste und ahnte, die Kritiker werden diese Arbeit zerreißen. Ich habe hier das Originalzitat, aber sie sagt hier im Grunde genommen, man kann das lange theoretisch diskutieren, aber wir haben hier empirische Befunde und wir haben vieles versucht, das zu widerlegen und alles deutet darauf hin und es ist zunächst einmal die naheliegendste Erklärung bisher, dass das original von diesem Tyrannosaurus Rex stammende Proteine sind.
2009 in der Arbeit mit dem Entenschnabelsaurier geht sie auf diese Kritik ein, erwähnt noch einmal, dass das sehr kontrovers diskutiert wird. Aber dann sagt sie, die beste, die wahrscheinlichste Erklärung, die bisher nicht widerlegt ist, ist, dass wir originale organische Moleküle aus einem Dinosaurier aus der Kreidezeit hier vor uns haben. Allerdings, und das ist ein interessanter Schlusssatz, den sie in dieser Arbeit setzt, bisher ist die dahinterstehende Chemie unbekannt. Das heißt, wir wissen nicht, warum dieses Eiweiß so stabil ist, warum das so lange erhalten bleibt. Das spricht, unsere Erfahrungen im Labor sprechen dagegen. Mary Schweitzer hat sich dann selber aufgemacht, ich erwähne das jetzt nur kurz, sie hat schon sehr früh behauptet, weil wir haben am Anfang diese Hämoglobinmoleküle gesehen, sie hat behauptet, es könnte sein, dass Eisen, reduzierte Eisenionen bei der Erhaltung sich positiv bemerkbar machen. Sie hat ein Modellexperiment 2014 publiziert und um einfach die Idee zu untermauern, Eisen könnte dazu beitragen. Andere Kollegen haben 2019 noch einen anderen Mechanismus vorgeschlagen. Den kennen wir zum Beispiel vom Brotbacken, die Maillard-Reaktion. Das, was wir von der Brotkruste, das Braune, kennen, das ist eine unglaublich komplexe Reaktion, die auch die Geschmacksstoffe freisetzt. Und man sieht auch bei diesen Eiweiß, bei diesen Gewebeproben, dass sie dunkel, oft bräunlich gefärbt sind. Und diese Arbeitsgruppe behauptet, dass es so eine ähnliche Reaktion gibt, die dann zur Konservierung beiträgt. Das Problem bis heute, um zum Schluss zu kommen, ist, dass alle bisher vorgeschlagenen Konservierungsmechanismen nicht wirklich eine Konservierung belegen, sondern die behauptete Konservierung ist einfach, dieses Fossil ist so alt und wir erwarten keine Eiweiße, die sind aber da. Folglich muss es irgendeinen Mechanismus geben, den wir aber bisher nicht kennen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir Folgendes sagen können. Die heute verfügbaren physikalisch-chemischen Präparations- und Analysemethoden machen uns unglaubliche Informationszugänglich aus Fossilien, die wir bisher nicht geahnt haben. Molekulare Strukturen sind zugänglich. Dabei muss man allerdings beachten, und das war einer der Gründe der vielfältigen Kritik, dass das nicht so trivial ist, sondern man muss hier ganz viele Aspekte mit berücksichtigen bei dieser Forschung. Da muss man sowohl die Biowissenschaften als auch die Geowissenschaften alles mit berücksichtigen und das macht es entsprechend kompliziert. Was weiter dazu kommt, ist, dass wenn man jetzt heute solche temperaturabhängigen Kinetiken misst, dass wir über die Vergangenheit die Bedingungen nicht kennen. Das wären alles Annahmen, die wir nicht empirisch feststellen können. Wir können sagen, je kälter, desto besser. Aber was wir bräuchten, wären verlässliche Informationen und die haben wir nicht. Das heißt, bei all diesen Interpretationen bleibt die Ungewissheit auch mit dabei. Die Befunde, die Mary Schweitzer und auch andere Kollegen vorgelegt haben, machen es heute aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass wir wirklich Original-Eiweißfragmente aus alten Fossilien haben. Aber wir haben nach wie vor die Dissonanz, den Widerspruch zwischen dem Alter und dem Befund, den wir haben.
Was passiert ist, ist Folgendes. In dieser Zeit, die ich jetzt versucht habe, mal kurz so zu skizzieren, ist, dass wir heutige Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten haben, die beginnen in der Einleitung: Es ist heute bekannt, dass organische Materialien über Millionen von Jahren erhalten bleiben. Und niemand macht heute darauf aufmerksam, niemand weiß, wie das passieren kann, wie das sein kann. Das haben wir übergangen. Das wird heute gar nicht mehr bewusst gemacht, dass da noch ein Problem liegt. Mary Schweitzer und ihre Kollegen berufen sich darauf, dass sie sagen, es muss einen Mechanismus geben. Ich persönlich, und das ist für mich der Grund, warum ich mich gerade auch für diese Forschungsergebnisse sehr interessiere, ich glaube, das ist ein Befund, wenn man wie ich von der Denkmöglichkeit herkommt, dass diese Alter nicht messbar sind, diese hohen Alter. Radiometrisch messen wir ja nicht diese Alter direkt, sondern wir leiten aus entsprechenden Isotopenverteilungsmustern Alter aus unter bestimmten Randbedingungen. Ich würde sagen, und ich würde gerne der Idee nachgehen, könnte es nicht sein, dass diese Befunde, die wir hier vorliegen haben, dafür sprechen, dass die etablierten Altersvorstellungen auf den Tisch müssen und diskutiert werden müssen. Denn auch wenn man sagt, die Altersskala könnte gestaucht werden, würde eine Erklärung dafür hergeben, dass wir solche Eiweißstrukturen finden. Das ist heute nicht wirklich diskussionsfähig, das ist nicht wirklich in etablierten Journalen publizierbar. Nichtsdestoweniger ist es ein Erklärungsansatz. Und meine persönliche Motivation für diesen Erklärungsansatz, der hat damit zu tun, dass ich bei meiner persönlichen Lektüre von biblischen Texten zum einen sehe, dass die Zeit dort nicht beliebig weit zurück gedacht wird, sondern in meiner Bibel beginnt der Text damit, dass Gott sagt, im Anfang habe ich agiert, habe ich Himmel und Erde gemacht. Das heißt, hier wird etwas von einer kompetenten Person etwas ins Dasein gerufen. Und natürlich kann ich Modelle machen, wie hätte das ohne Eingriff sein können. Aber ich persönlich schätze diese Information aus der Bibel für so glaubwürdig, dass ich sage, mich motiviert das hier zu fragen, könnten wir hier mit unserer etablierten Sicht nicht vielleicht falsch liegen? Oder auch, wenn ich lese, wie dann auch am Anfang der Bibel Gott den letzten Tag der Woche, der Schöpfungswoche, den Sabbat begründet und das dann auch dem Volk gegenüber für die Sabbatbegründung, dass er in 6 Tagen die Erde erschaffen hat und am 7. Tage geruht hat. Mich persönlich motiviert das. Diese Erklärung, ob die Zeit nicht auch anders interpretiert werden könnte, anders verstanden werden könnte. Und ich glaube, hier muss man wahrscheinlich einen ähnlich langen Atem haben wie Mary Schweitzer zur Etablierung ihrer Ergebnisse, vielleicht noch einen längeren Atem, denn es ist nicht öffentlich diskutierbar. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier einen Sachverhalt, der in diesem Zusammenhang nach meiner Sicht der Dinge sehr spannend ist. Und ich hoffe, dass ich das einfach so ein Stück weit vermitteln konnte, dass es auch solche Ergebnisse gibt, die schon interpretiert werden von den Kollegen, aber wo auch mögliche Denk- und Erklärungsansätze einfach unter den Tisch fallen, weil sie nur schwer zu etablieren wären. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Harald, für diesen eindrucksvollen Vortrag, der uns neu auch gezeigt hat, was alles bei einer wissenschaftlichen Forschung einem so begegnen kann. Und ich glaube, Mary Schweitzer hätte nie damit gerechnet, solche Dinge zu finden. Und dann ist es doch sehr erstaunlich, wie wir das gehört haben, wie sie sich dann aber auch diesen Tatsachen gestellt hat und in einer sauberen und einer wissenschaftlich profunden Art und Weise diese Befunde aufgearbeitet und erhärtet hat, dass es sich tatsächlich um Eiweiße von Dinosauriern handelt und dann es auf sich genommen hat, diesen Widerspruch auch durchzuhalten und durchzustehen. Nun ist das natürlich ein Befund, wenn man sehr einfach und vielleicht relativ rasch darüber hinweggeht, der vielen ja, Kreationisten, wenn man sie mal so allgemein weltweit sieht, doch in die Hand spielt und sagt, da haben wir doch den eindeutigen Beleg. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja da auch einige Diskussionen und auch einige Hinweise von Mary Schweitzer selber, wie diese Ergebnisse auch in Bezug auf die Argumente von Kreationisten zu schützen oder zu bewerten sind. Vielleicht kannst du dazu noch einige Aspekte beitragen. Also interessant ist, dass Mary Schweitzer sich in Interviews mutig als Christ geoutet hat. Und sie hat aber auch gleichzeitig sich vehement dagegen gewehrt, ihre Ergebnisse als Beweis oder als Hinweis, als Beleg für eine kurze Erdgeschichte zu sehen. Ich weiß nicht wirklich, was ich habe. Ich hatte einige Korrespondenzen mit ihr, dass diesen Aspekt haben wir nicht thematisiert. Was ihre Beweggründe sind. Ich nehme an, dass sie selber sich gar nicht vorstellen kann, dass ein zeitlich kurzes Modell wirklich gut begründbar ist. Und sie ist eine Anhängerin eines Langzeitmodells, schon von Schöpfer, dass Gott der Schöpfer ist, ist für sie klar, aber in einer Langzeitvorstellung. Und ich würde auch sehr vorsichtig mit diesen Befunden umgehen. Das sind Hinweise, die ermutigen können, über kurze Zeiten nachzudenken, aber das ist nicht der Beweis, mit dem man sozusagen das jetzt endgültig auf der Hand hat. Die Dinosaurier müssen deutlich jünger sein. Wir wissen, wir haben sehr, sehr viel mehr Daten und all die Kollegen, die selbstverständlich in einem langen Zeithorizont argumentieren, haben eine ganze Reihe von guten Argumenten. Und für mich ist das einfach so ein kleines Mosaiksteinchen. Und ich würde auch selber dazu raten, jetzt diesen Befund nicht zu überfrachten. Das ist angesichts der Dinge, die wir wissen und auch angesichts der Erfahrungen, dass wir sehen, wir wissen viele Dinge nicht oder sehen, dass die heutige Interpretation revisionsbedürftig ist, zu überarbeiten ist. Aber nichtsdestotrotz bleibt das. Das ist ein Aspekt, der durchaus Mut macht, über kurze Zeiten ernsthaft nachzudenken. Und ich bin nach wie vor motiviert dazu, denn das werden die Kollegen nicht machen, weil für sie die Frage der Zeit sich nie stellt. Da gibt es so einen Konsens, das heißt, diesen Gedanken, könnte das nicht anders sein, den denkt niemand, wenn er nicht irgendwie anders motiviert ist, wie ich das versucht habe, jetzt zum Schluss noch kurz zu sagen, dass ich von meinem Bibelverständnis her motiviert bin, die Frage zu stellen, könnte das nicht anders sein? Und ich will da gern einfach auf diesem Weg vorangehen, ohne jetzt mich zu überschlagen und zu sagen, naja, wir brauchen, da haben wir es schon. Das sehe ich persönlich nicht so. Ja, vielen Dank, Harald, dass du uns auch darauf nochmal hinweist, mit welchem Vorrecht wir eigentlich bei Wort und Wissen arbeiten dürfen, dass wir gerade in solchen Fragestellungen nachgehen können,
denen sonst keiner in der Wissenschaftswelt, zumindest wenn er von offiziellen Stellen bezahlt wird, nachgehen würde, weil es dafür ja auch keine Unterstützung, keine Finanzierung gibt. Und von daher sind wir Ihnen eben sehr, sehr dankbar, die Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen, eine solche wissenschaftliche Fragestellung, einer solchen wissenschaftlichen Forschung auch nachzugehen. Und deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank auch an Sie, die eben gerade solches Forschen, solches Nachgehen, solcher einzigartigen Befundkonstellation ermöglichen und dann auch im Sinne einer wissenschaftlichen Ausleuchtung die Basis dafür schaffen, einen anderen Deutungszugang zu den Themen Alter, zu dem Thema Zeit, zu dem Thema Datierung zu finden, weil wir eben doch immer mehr und mehr Indizien haben, auch anderen Bereichen. Ich hatte heute auch das Buch von Michael Brandt angesprochen, die Steinwerkzeuge in Gesteinsschichten, die man auch in den Bereich der Existenz von Dinosauriern zuordnet, wo wir einfach sehen, dort scheint etwas grundsätzlich in der Zuordnung von Zeitperioden, von Bezusprach oder Zuordnung von Zeiten und den erhobenen Methoden ins Wanken gekommen zu sein. Und da ist es wichtig, dass wir durch Ihre Unterstützung auch weiter an diesen Themen in der Biologie, in der Chemie oder auch in der Paläontologie und Geologie einfach dranbleiben können. Vielen Dank, also Harald, nochmal für deine Arbeit und für deinen Vortrag. Jetzt ist es 17.15 Uhr. Jetzt steht auf dem Programm Ihre Fragen an Wort und Wissen. Und wir wollen dort einfach nochmal ein Stück das auch aufnehmen, was an diesem Tag an Fragen vielleicht noch offen geblieben ist oder was an aktuellen Fragen eingegangen ist. Und dazu bitte ich dann auch dich, Markus, nochmal mit auf die Bühne. Wir können also weitermachen. Entsprechende Verbindungen sind da. Hier kommt noch eine Frage rein. Okay. Gut. Also euch beiden nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe auch einige Rückmeldungen bekommen von Zuschauern, dass sie sehr dankbar waren über diesen Tag, über die Referate und dass es für viele auch ein Genuss war, diese Tagung in dieser eingeschränkten Art und Weise zu verfolgen. Und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass uns das gelungen ist, wobei wir alle merken, dass uns einfach die unmittelbare Begegnung mit unseren Freunden, mit den Interessierten in der Diskussion fehlt und wir einfach ja voller Hoffnung und Erwartung sind, dass wir uns im nächsten Jahr dann wiedersehen können. Ja, noch einige Fragen möchte ich gern weitergeben. Zunächst an dich, Markus. Ist den Vertretern des naturalistischen Weltbildes klar, dass sie ihre Festlegung von Fortschritt bzw. Rückschritt pure Willkür ist? Eigentlich muss es ihnen ja selber auch klar sein. Ja, ich kann natürlich schlecht in die Gedankenwelt, in die Gehirne sozusagen reinschauen von anderen Menschen. Ich weiß ja oft selber nicht, was meine eigenen Motive sind. Das ist mir nicht ganz transparent. Das sagt ja auch die Bibel. Erforsche mein Herz und prüfe, wie ich es meine, sagt der Psalmist zu Gott. Und gerade bei Menschen, die eine komplett andere Weltanschauung haben, die etwas für ja, gesichert halten, was ich für völlig unplausibel meine, erkannt zu haben, ist das besonders schwierig. Also das ist natürlich sehr spekulativ. Was ich glaube, ist, dass viele Naturalisten oder alle Menschen letztlich doch eine gewisse Wahrnehmung haben von objektiv guten Dingen. Und dass, wenn man jetzt an Evolution glaubt und zunächst mal Atheist ist oder etwas Nahestehendes vertritt, dass man dann trotzdem diese Vorstellungen von gut und schlecht hat, die Gott allen Menschen ins Herz gelegt hat, auch Atheisten wissen, was gut und böse ist, dass man nicht stehlen soll, dass man nicht lügen soll. Sie wissen aber auch, dass Leben etwas Gutes ist.
Und wenn dann natürlich Leben sich entwickelt haben sollte, dann gibt es tatsächlich, oder dann gäbe es tatsächlich einen Fortschritt, ja, vor diesem Hintergrund. Und diese starke Intuition, dass es da gute Dinge gibt, dass Leben besser ist als ein komplett toter Planet, das ist einfach auch bei Atheisten vorhanden. Und vielleicht wird es so ein bisschen klar, aus der christlichen Sicht kann man diesen Widerspruch dann schon erklären. Okay, vielen Dank. Auch nochmal etwas, was mir auf den ersten Vortrag zurückgreift. Könnte man die Existenz von funktionierenden Demokratien, in denen die verschiedenen Moralvorstellungen sich gegenseitig abwägen, als Argument sehen, dass Moral ohne absolute Grundlage möglich ist? Ja, also die Frage ist dann natürlich, wie definiere ich Moral? Immanuel Kant hat einmal gesagt, auch ein Herr von Teufeln könnte einen funktionierenden Staat errichten. Kant hat unterschieden zwischen Moralität und Legalität. Einfach nur bestimmte Regeln befolgen, die ein Staat erlässt, oder Regeln befolgen, die letztlich alle befolgen aus reinem Eigennutz, das ist Legalität, aber nicht Moralität. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass ein Staat nicht funktionieren könnte, dass auch Menschen denken könnte, dass das, was sie als moralisch vermeinen, dass das jetzt wirklich moralisch ist. Aber als Philosoph frage ich dann, ist dann das, was dann dabei herauskommt, dass sich diese Leute denken, wirklich objektiv moralisch? Und da meine ich, dass wir da eine externe, personale Grundlage dafür brauchen, nach meiner Überzeugung Gott, einen heiligen Willen und eine absolute Autorität, die dann wirklich sagt, ihr sollt das tun, ihr sollt das nicht tun. Dankeschön. Zum Vortrag 2, wo es ja um das Universum ging und die Frage der Entstehung des Universums, wo auch über Multiversen diskutiert worden ist, kann man einen infinitiven Regress, also dass aus dem Universum immer nur ein neues Universum unendlich oft entsteht, widerlegen? Wenn nicht, wäre damit nicht das kosmologische Argument hinfällig? Also dahinter verbirgt sich die Vorstellung, wenn ich das richtig sehe, wie es Smolin auch vertritt, also so permanent das Universum in einer Art Selbstgeburt ein neues Universum hervorbringt und das dann eben irgendwann auch mal die Bedingungen hätte, die man braucht, um Leben zu erzeugen. Und dann gibt es halt wieder Abermilliarden von Universen, die das nicht haben, aber sozusagen eine permanente Blasenbildung eines aufeinanderfolgenden Universums in einer Kette. Ja, das betreffe das kosmologische Argument, das habe ich heute explizit nicht vertreten. Ich gehe auch nicht mit dem kosmologischen Argument hausieren, weil ich meine, dass dieses Design-Argument, das ich vorgestellt habe, deutlich stärker ist. Ja? Auch also ein perpetuierendes Universum, wo ein Universum sich wie eine Perlenkette mit dem anderen ablöst, das ins Unendliche in beide Richtungen, die Vergangenheit, die Zukunft, würde natürlich einen Mechanismus voraussetzen und sehr wahrscheinlich fein abgestimmte Naturgesetze überhaupt, diese Mathematizität, die dadurch nicht erklärbar sind. Auch wenn etwas unendlich lang existiert hat, ist das noch keine Erklärung für die Existenz. Wenn ich jetzt auf den Mars flöge und fände dort einen Kühlschrank, und jemand würde mir sagen, den brauchst du gar nicht erklären, der steht schon ewig da, wäre ich nicht befriedigt. Ja, vielen Dank. Dann gibt es eine Frage vielleicht an euch beide, inwieweit ihr etwas dazu sagen könnt oder sagen möchtet. Wie zuverlässig sind die derzeit genutzten Datierungsmethoden, C14-Methode etc.? Bin ich fachlich nicht kompetent. Also die radiometrischen Methoden sind die stärksten Methoden, die wir derzeit zur Verfügung haben. Und sie haben darin ihre Stärke, dass wir die Verteilung von Isotopen sehr exakt messen können. Dass wir im Labor die Kinetik des radioaktiven Zerfalls sehr exakt messen können. Und daraus konstruieren wir ein Prinzip, aus der wir Zeit errechnen können.
unter der Randbedingung, dass das, was wir heute sehr exakt machen, messen, in der Vergangenheit und über den ganzen Zeitraum, über den wir reden, immer so gegolten hat. Das ist eine Grundannahme, die ist mehr oder weniger plausibel, aber sie ist nicht beweisbar. Und so haben wir Modellkomponenten drin bei dieser Datierung und ihre Stärke macht im Grunde genommen aus, dass sie allgemein akzeptiert ist. Was ich persönlich an Kritik vorbringe an diesen Datierungsmethoden ist, dass wir im Grunde genommen am Ende immer nur die Radiometrie stehen haben. Auch wenn wir sagen, wir haben andere Methoden. Wir haben zum Beispiel Dendrochronologie, also die Baumringmethoden. Wir können in Eisbohrkernen physikalische Methoden. Aber es zeigt sich, wenn man diesen Methoden nachgehen, sie werden am Ende alle radiometrisch wieder eingebunden. Und das bedeutet, diese Methoden sind entgegen dem, was häufig behauptet wird, nicht unabhängige Methoden, die die Methode der Radiometrie stärken und mitbegründen. Ich halte das für eine Schwäche, für eine Kritisierbarkeit dieser radiometrischen Datierungen. Nichtsdestotrotz ist es die Methode, die anerkannt ist, mit der heute gearbeitet wird. Aber es ist auch nicht so, dass man nicht mit Fachleuten darüber reden könnte, dass das keine wirklich gemessenen Zeiten sind. Die Leute wissen das, aber sie sind natürlich weit davon entfernt, das grundsätzlich in Frage zu stellen. Vielleicht darf ich dazu auch noch ergänzen, dass wir ja gerade auch bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen mit Michael Kotula einen Fachmann haben, der die gesamte Breite und Vielfalt von Datierungsmethoden methodisch exakt analysiert hat und die Möglichkeiten und Grenzen hinsichtlich der Aussagen, die sich aus den Ergebnissen dieser Methoden ergeben, auch zusammengefasst hat. Es gibt einige Special Paper, die Sie auf der Homepage von Wort und Wissen diesbezüglich abrufen können und für denen, den es wirklich interessiert und der dazu auch profunde Informationen haben und lesen möchte, der sei auf diese Seiten hingewiesen und es wird sehr, sehr schnell eben deutlich, dass es eben viel mehr ist, über Zeiten und Zeiträume zu reden, als allein jetzt auf Grundlage eines Isotopenverhältnisses und von bestimmten Zerfallsreihen, die wir kennen, auf ein wirklich tatsächlich abgelaufenes historisches Zeitfenster zu blicken. Das ist also eine sehr komplizierte Debatte. Und insgesamt können wir auch sehen, dass in der Physik zunehmend darüber diskutiert wird, sich überhaupt mit den Begriffen von Zeit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel auch die Frage, existiert überhaupt Zeit? Also dort sind wir auch an vielen Stellen wieder neu am Anfang des Fragens und des Forschens aufgrund vieler interessanter anderer Zusammenhänge, die mit der Zeitfrage verwoben sind, was uns natürlich immer wieder auch darauf hinweist, dass offenbar Zeit ein genauso unfassbares, ja, und kaum begreifbares Phänomen darstellt, wie es das Leben selber ist, von dem wir ja auch heute einiges gehört haben. Eine Frage noch an Harald. Können Sie etwas zum C-Wert-Paradoxon, Klammer auf, DNA-Mengenunterschiede, Klammer zu, im Kontext zur Junk-DNA-Diskussion sagen? Das mag für viele von Ihnen was völlig Fremdes und Neuartiges sein in den Ohren. Ich hoffe, Harald, du kannst uns ein bisschen dort aus dieser Unwissenheit heraushelfen. Also hier wird in der Frage ein Zusammenhang hergestellt zwischen die einzelnen Bausteine, die vier Stickstoffheterozyklen, die beim Aufbau der DNA Verwendung finden, sind, da kann man bestimmte Konzentrationsunterschiede, Anteile feststellen und hat das jetzt, da gibt es Überlegungen, das im Zusammenhang zu bringen mit Junk-DNA. Ich würde gern mal auf diesen Aspekt Junk-DNA, obwohl das jetzt vortragsmäßig hier noch gar keine Rolle gespielt hat, einfach mal gerne kurz eingehen. Wir haben, als man das Erbgut des Menschen entschlüsselt hat, festgestellt, dass nur ein unglaublich kleiner Teil
kleiner als etwa ein Prozent. Nur in dem Sinne verwendet wird, wie wir das im Biologieunterricht gelernt haben, dass das Information ist, die zum Aufbau von Proteinen bildet. Und dann hat man gesagt, naja, ist ja auch verständlich, evolutionär hat sich da eine ganze Menge an Müll angesammelt und der wird mitgeschleppt. Und das ist inzwischen durch viele Studien, und das hat man als Junk-DNA bezeichnet, das heißt einfach DNA, die überflüssig ist, die nicht mehr gebraucht wird. Und man glaubte da auch diese unterschiedliche Bausteinhäufigkeit damit korrelieren zu können. Wir sehen aber heute durch verschiedene Untersuchungen, dass je mehr wir wissen, umso deutlicher wird, dass der allergrößte Anteil der Information, die in der DNA steckt, genutzt wird. Also wir sind auf jeden Fall heute bei Hinweisen, die in der Gegend von über 90% sind. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Von daher ist dieser Begriff des Abfalls, der Junk-DNA, einer, den wir nicht pflegen sollten, sondern einer, der sich vermutlich tendenziell verflüchtigt. Vielen Dank. Und noch eine ganz gezielte Frage an Markus Wiedenmeier, die durchaus auch das Potenzial hat, atmenfüllend zu sein. Aber so wie ich dich kenne, wirst du das auch relativ schnell auf den Punkt bringen können. Was denken Sie biblisch und wissenschaftlich über die Urknalltheorie? Ja, zunächst mal wissenschaftlich, wie schon mal gesagt, ich selber bin jetzt von Haus aus kein vollständig studierter Physiker, interessiere mich aber dafür für solche Themen auch. Soweit ich weiß, erklärt die Urknalltheorie, Urknallhypothese sehr harmonisch viele Daten wie die Rotverschiebung, Hintergrundstrahlung und so weiter, auch das Wasserstoff-Helium-Verhältnis, das wir im Universum vorfinden. Es gibt allerdings noch einige offene Punkte, Stichworte nur Inflation und solche Dinge wie dunkle Materie, dunkle Energie, wo man alles noch nicht so richtig weiß, was das sein soll und wie das zugegangen sein soll. Der Begriff Urknall, Big Bang im Englischen, ist letztlich ursprünglich abfällig gemeint gewesen von atheistischen Physikern, die den Urknall zuerst nicht wahrhaben wollten, weil der Urknall dafür spricht, dass das Universum einen absoluten Anfang hat, was eher dann Theisten in die Karten spielt. Deshalb hat diese Theorie einen Weilchen gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Also zunächst mal hat der Theist überhaupt kein Problem mit der Urknallhypothese, ganz im Gegenteil. Biblisch, ich drücke es mal so aus, bin ich sehr offen für alternative Vorschläge, weil die Urknallhypothese eben komplett andere Größenordnungen von Zeiten mit sich bringt, als das, was ich für die plausibelste Bibelauslegung, das plausibelste Bibelverständnis von Genesis 1 verstehe. Also da gibt es natürlich noch eine Diskrepanz, aber wie es auch viele Naturalisten immer sagen, ja, zukünftige Forschungsergebnisse werden dann unsere Überzeugung dann letztlich bestätigen, dass das Leben aus der Ursuppe entstanden ist und was weiß ich alles, dann kann ich mich auch mal ganz bequem zurücklehnen. Ich muss nicht jede Diskrepanz hier und heute schon aufgelöst haben. Vielen Dank für die prägnante Antwort und damit sind wir auch an das Ende der Fragen gekommen, die eingegangen sind. Und ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, die Sie zugeschaut haben, die Sie mitdiskutiert haben und uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ganz herzlichen Dank an euch beide für die Vorträge, für die vielen neuen Gedanken und für die neuen Ansätze auch des Überlegens und des Staunens über unseren wunderbaren Schöpfergott. Und auch einen ganz herzlichen Dank nochmal an die Gastgeber, die mit personellem und technischem Einsatz diese Übertragung, diesen Livestream der Frühjahrstagung Dresden 21 möglich gemacht haben. Und so darf ich Sie jetzt alle auch ganz herzlich verabschieden, der Gnade unseres Gottes anbefehlen und
ja, von Herzen wünschen, dass Sie ein von Gott gesegnetes und bewahrtes Jahr erleben mögen und dass wir uns, so Gott will, dann nächstes Jahr am ersten Samstag nach Ostern wieder hier in Dresden zur nächsten Dresdner Frühjahrstagung der Studiengemeinschaft Wort und Wissen treffen können. Seien Sie Gott und seiner Gnade von Herzen anbefohlen. Auf Wiedersehen.